Argentinien ist ein absolutes Wunderland, sowohl als Reiseland wie auch für Agronomie, für Wein, für Viehzucht. Absolut perfekte Bedingungen. Die Viecher sind immer frossen. Das Wasser kommt von der anderen oben runter, genau wenn man es braucht, in die Trockengebiete, wo man Reben hat. Und für überhaupt alle Produkte, die man will, kann man in Argentinien an den Ort bringen, wo sie ideal wachsen. Und darum ist es so perfekt für biologische Landwirtschaft und biologische Wein. Ich habe einerseits Black Angus. Black Angus, die sind so etwas rustikaler und widerstandsfähiger. In rauchen Gegenden ist das eigentlich das richtige Tier. Und die Hereford, die sind eher ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen anspruchsvoller. Ja, die hat man eigentlich mehr in Gegenden, wo auch das Land milder ist. Die Tiere, die wir dort haben, die sind 2,5-3 Jahre alt und haben eigentlich absolute ideale Bedingungen. Also, wenn man gerne Fleisch hat, dann ist das argentinische Fleisch, wo die Tiere nur Gras gefüttert sind, am Schluss noch mit Mais zugefüttert, ganz natürlich gelebt haben. Und das gibt eben ganz ein anderes Produkt, weder Tiere, die in Feedlots sind. Ja, eine sehr grosse Herausforderung ist, die richtigen Gauchos zu haben. Oder? Weil die Rinder, die sind, wenn du ein grosses Stück Land hast, ich sage jetzt 5000 Hektar oder irgend so etwas, dann sind die an einem Ort und fressen das Gras ab, zweimal Fusthöch, wie sich das da unten am besten regeneriert. Und nachher führen die Gauchos die in den nächsten Paddock führen, wo die nachher eigentlich wieder auch sehr gezielt abfressen. Wenn du den richtigen Gaucho hast, dann hat der eine ganz gute Art, mit diesen Tieren umzugehen. Und er tut das Gras, das wächst, optimal verwerten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, ein guter Gaucho. Das Schweizer Rindfleisch ist natürlich darum problematisch, weil man hat eigentlich zu wenig Futtermittel normalerweise. Man muss die Futtermittel importieren. Das ist ökologisch eigentlich unsinnig. Und vor allem ist das Gras nicht so parat, das ganze Jahr zu wachsen wie in Argentinien. Natürlich haben wir dort auch Schwankungen. Im Frühling wächst es mehr als im Hochsommer und im Herbst wächst es wieder besser wieder im Winter. Aber die Tiere leben eigentlich nur von frischem Gras. Also ich habe sehr gerne natürlich, wenn die Gauchos das machen, oder? Das ist immer fantastisch, ein grosses Stück. Gut anbraten und nachher langsam durchgegart. Viel besser geht es eigentlich nicht. Oder? Das ist schon sehr speziell und sehr gut. Aber interessanterweise, die Gauchos selber, die haben eigentlich lieber ein zähes Fleisch, fast, würde ich sagen, und aber sehr, sehr geschmackvoll ist. Das verschneiden sie dann, wenn sie so ein Brot in die Hand nehmen, mit einem kauigen Messer, nehmen sie ein Stück weg, tropft ein bisschen ab in das Brot rein und essen dann ein fein geschnittenes, aber eigentlich relativ zähes Stück, und aber irrsinnig aromatisch ist. Die haben eigentlich so viele und so Sachen. Also jetzt langsam kommt das auch. Ich bin jetzt seit langer Zeit schon. Haben es auch gerne bekommen, aber der klassische Gaucho ist kein Filet und kein Antergott und kein Huft und kein Horuk. Und ich koche selber auch, aber ich bin ein sogenannter Hurra-Koch. Also ich verstehe eigentlich nichts davon. Und es ist immer total improvisiert. Ich liebe es, heimzukommen und in den Kühlschrank hineinzuschauen, was ist im Moment rum. Im Kühlschrank und dann kann ich mit irgendwelchen Sachen, die ich gerade finde, etwas machen. Manchmal wird es ein bisschen besser und manchmal ist es ein bisschen schlechter, aber es ist auf jeden Fall immer ein Abenteuer.